Hey Leute und willkommen zu meiner 40. Review. Heute möchte ich mit euch über Super Mario Party reden, einer endlich mal wieder guten Fortsetzung der Mario Party Reihe. Nachdem mir das Prinzip nicht gefiel, dass alle in einem Boot sitzen und ein Fahrzeug vorwärts würfeln, freute ich mich über die getrennten Laufwege der Charaktere wieder sehr, welches sich an das Ursprungsprinzip hielt, welches 8 Teile lang anhielt. Super Mario Party lässt sich mit bis zu 4 Spielern spielen und bietet 20 verschiedene Charaktere. Die 5 großen Hauptattraktionen sind Mario Party, Partner Party, Soundstage, River Survival und Challenge Road. Die Challenge Road ist der Einzelspieler, wo ich einmal jedes Minispiel spielen musste und dabei kleine Aufgaben erledigen musste. Mario Party ist das klassische Brettspiel und bietet 4 verschiedene Spielbretter, die alle lustig gestaltet sind und mir viel Spaß brachten. Zu Beginn würfelt jeder für die Zugreihenfolge und dann wird drei herum gewürfelt. Dabei kann ich den klassischen Würfel nutzen, der Zahlen von 1 bis 6 hat, oder den charakterspezifischen Würfel. Jeder Charakter hat einen besonderen Würfel, den er jederzeit einsetzen kann und andere Vor- und Nachteile mit sich bringt. Habe ich gewürfelt, geht der Charakter von selbst den Weg entlang, bei Abzweigungen kann ich die Richtung entscheiden und je nach Feld passiert ein bestimmtes Ereignis. Ziel ist es dabei, Münzen zu verdienen, um sich Sterne zu kaufen. Denn wer am Ende der vorher eingestellten Rundenanzahl die meisten Sterne hat, gewinnt das Spiel. Items haben mir geholfen, mein Würfelglück aufzubessern oder andere Spieler in eine Falle zu stellen. Hat jeder seinen Zug gemacht, werden Teams festgehalten und anhand dessen ein Minispiel gespielt. Dabei gibt es normale 4-Spieler-Minispiele, 2 gegen 2 Minispiele und 1 gegen 3 Minispiele, in denen immer um Münzen gespielt werden. Das Besondere an Super Mario Party sind die Zusatzcharaktere, die ich für mich gewinnen konnte. Diese würfeln nicht nur für mich mit, sondern stellen mir auch ihre Spezialwürfel zur Verfügung. In den letzten 5 Runden werden die Runden noch einmal aufgemischt und wenn alle Runden um sind, werden noch zufällige Bonussterne verteilt und der Sieger wird gekürt. Die Partnerparty ist ein großes 2 gegen 2 Teamspiel, welches mit abgeänderten Mario Party Regeln daherkommt. Hier spielen 2 Spieler gegen ein anderes Duo und würfeln quasi zeitgleich. Dabei teilen sich beide Items, Münzen, Sterne und Würfelzahlen, können aber getrennt und unabhängig voneinander über das Spielfeld laufen. Das Spielfeld selbst besitzt keine Spur mehr, sondern ich konnte mich frei über das Spielfeld bewegen und dabei Münzen sammeln und Ereignisse auslösen. Ebenfalls ist es wieder Ziel des Spiels, Münzen zu sammeln und Sterne zu kaufen, bis alle Runden vorbei sind. Gastcharaktere lassen sich hier diesmal auf das Spielfeld mitnehmen, die einen wieder unterstützen. Hat jeder seinen Zug gemacht, wird ebenfalls ein Minispiel gespielt, wobei es logischerweise keine 1 gegen 3 Minispiele gibt. Spannend fand ich die Zusatzaufgabe, die jedes Spielbrett hergibt, um einen Bonusstern zu verdienen. Beide Modi machen mir sehr viel Spaß, nur leider gibt es keine einstellbaren Optionen für das Spiel und Toad selbst erklärt beim Aufruf der Karte jedes Mal sämtliche Eigenheiten des Spielbretts. Je nach Rundenanzahl kann es gut mehrere Stunden gehen, wir spielten immer mit 20 Runden und waren 2 Stunden beschäftigt. River Survival ist ein Koop-Spiel, wo wir alle in einem Floß sitzen und einen Fluss entlang paddeln müssen. Dabei müssen wir via Joy-Con und Motion Control wirklich paddeln, um nach links und rechts zu rudern. Dabei mussten wir Hindernisse ausweichen und Ballons einsammeln, um Minispiele zu starten. Die Minispiele waren ebenfalls auf kooperatives Gameplay ausgelegt und mussten bestmöglich absolviert werden, damit wir so viel Zeitboni rausholen konnten wie nur möglich. Denn unbegrenzt paddeln durften wir in diesem Spiel nicht, denn ist die Zeit abgelaufen, bevor wir das Ziel erreichen konnten, haben wir verloren. Wollten wir jedoch das Ziel erreichen, mussten wir für eine Floßfahrt 20 bis 30 Minuten einplanen. Soundstage ist ein kurzes Spiel, denn hier kommen wir auf die Bühne, müssen ein paar Rhythmus-Minispiele spielen und das Spiel ist vorbei. Da alle Rhythmus-Minispiele mit Joy-Con und Bewegungssteuerung gespielt werden mussten, kam ich damit recht wenig zurecht. Soundstage war bei uns aber immer in 5 Minuten durch. Super Mario Party hat mir wieder richtig Spaß gemacht, bietet viele abwechslungsreiche Modi und hat für alle Richtungen etwas. Einzelspieler, alle gegen alle, 2 Zweierteams oder komplett gemeinsam spielen. Es gibt noch reichlich kleine Extras, wie ein kleines Puzzlespiel oder eine Sammlung an Stickern. Das Spiel lässt sich nur mit Joy-Con spielen und bringt viele neue Minispiele mit, die auch Bewegungssteuerung erfordern, die zum Großteil gut funktionieren. Die Auswahl der Spielbretter empfand ich dennoch sehr wenig und wirklich groß wirken die Spielbretter nicht, dafür war die Charakterauswahl riesig. Dennoch ist Super Mario Party ein tolles Partyspiel und als Fan der Reihe gebe ich dem Spiel eine 7 von 10.